Das ist so Joggen, würde ich sagen. Speed, Time, Distanz und Kalorien zeigt er abwechselnd an. Man kann einfach bequem laufen. Wollen wir mal rausgucken? Wollen wir mal rausgucken? Kommt her, wir gucken mal kurz raus. Man hört es noch plätschern, aber der Regen war schon wieder da. Und deswegen haben wir ein Problem in Norddeutschland. Beziehungsweise ich. Ich gehe gern laufen, aber nicht, wenn es regnet. Und wir haben jetzt definitiv ein halbes Jahr Regenzeit. Und genau aus diesem Grund habe ich mir ein Laufband gekauft. Nicht nur aus diesem Grund, sondern weil die auch momentan echt günstig sind. Ich habe unter 200 Euro dafür bezahlt. Der war vorher für 300 Euro drin, also das Laufband. Und das Problem ist ja einfach, ich sitze eh zu viel am PC. Deswegen habe ich mir gedacht, warum kann ich nicht einfach das Laufband an den PC ranstellen? Es gibt da zwei Modelle von der Firma. Die soll ja gut sein, Kollege hat auch so ein Ding. Und ich habe jetzt die ohne Stange genommen, weil ich ja eh am Schreibtisch stehe. Denn Bewegung, hier ist eine Fernbedienung, ist definitiv gesund. Irgendwelche Schnellverschlusssachen, Stromanschluss und das Laufband. Und das. Und ich hätte echt gedacht, dass das Teil schwerer ist. Aber das ist ein richtiges Leichtgewicht, was man auch mal beiseite räumen kann. Weil normalerweise Laufbänder, die sind unwahrscheinlich schwer. Was wiegt das hier? Ich würde sagen 12, 13 Kilo. Hier sind jetzt auch Rollen unter. Das heißt, man kann das auch hier vorne anpacken, wenn das zu schwer ist und damit bewegen. Hier sind noch solche Aufnahmen für, wenn man mehr Steigung haben möchte. In zwei verschiedenen Höhen. Wir lassen das erstmal so, oder? Als erstes ganz wichtig, die Schutzfolie ab. Ich würde sagen einmal den Stromanschluss, 230 Volt, so wie wir es gewohnt sind. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal Saft drauf. Gucken, was passiert. Nichts passiert. Ist da noch ein Schalter? Wieso geht es denn nicht an? Ah, dann kann ich lange suchen. Hier ist der Anschalter. So, er zählt einen Timer runter, wenn wir ihn anschalten. Ja, ist relativ ruhig. Wir haben da nochmal so ein Öl mit dabei, wo wir die Rollen mit einölen können. Machen wir mal hier die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Sicherlich gibt es Laufbänder mit mehr Geschwindigkeit. Aber wenn man keinen Platz hat, dann ist es doch eigentlich ideal. Besser langsam laufen als gar nicht laufen, oder? Also das ist so normales Spazierengehen, würde ich sagen. Das kann man bequem machen, wenn man am Arbeitsplatz steht. Wir müssen ja mal gucken, ob man damit überhaupt auch arbeiten kann am Arbeitsplatz. Wir sehen unten die Zeit, die Distanz und die Kalorien können wir uns anzeigen lassen. Also er fährt auch langsam hoch, also joggen. Ist das geil? Ist das geil? Jetzt zeigt er uns hier zwischendurch dann halt jetzt die Distanz an, 300 Meter. Dann die verbrauchten Kalorien. Und wechselt unten zwischen der Anzeige hin und her. Muss ich erstmal meinen Kumpel schicken. Der rennt nämlich immer ins Fitnessstudio. Das kann man ja alles zu Hause. Ui! Abgelenkt, zu schnell. So, wir machen mal die Geschwindigkeit runter. Verzögert langsam. Jetzt können wir mal schon raufgehen. Ja, Hammer, ne? Und ich finde, das ist hier völlig ausreichend. Die Stange zum Festhalten fehlt mir im Übrigen nicht. Da ich das Ding ja nachher eh an meinem Schreibtisch hinstelle. Nee, das war's. Das ist jetzt das Schnellste. Also hier, wie gesagt, Speed, Time, Distanz und Kalorien zeigt er abwechselnd an. Von der Lautstärke ist es völlig in Ordnung. Und ich würde sagen, bringen wir das Ganze mal an seinen Bestimmungsort, an meinen Arbeitsplatz. Also du kannst es wirklich super bequem tragen. Dann bringen wir das Ganze mal in die Höhle rein hier. Ganz wichtig, Schreibtisch anheben. Weil beim Schneiden muss man ja schon teilweise sehr filigran arbeiten. Irgendwo ein Video hier. Also wer so arbeiten kann, Respekt. Alter, dann kannst du für den Marathon üben. Ohne dass du einmal da draußen musst, gerade in Norddeutschland bei diesem scheiß Wetter. Was meinst du, da kannst du auch einen Hund draufstellen zum Spazieren gehen? Okay, ich habe mal geschaut, das ist nicht für die Bluetooth-Box, sondern lediglich für die Lautstärke des Signaltons. Wenn man jetzt irgendwie ja, irgendwo welche schlafen und dauernd piept das irgendwie, dann nervt es sicherlich, kann man es ausstellen. Und das Teil ist super genial. Wie gesagt, hier in Norddeutschland, hier regnet das immer. Was heißt, dass man nicht rausgeht? Es gibt sicherlich welche, die sind nicht so wasser- und kältescheu wie ich, aber für mich ist das eine coole Möglichkeit, mein Herz, meinen Körper, meine Gesundheit am Laufen zu halten und bringt mir sicherlich noch ein paar Jahre mehr. Vor allem das in der Zeit, wo ich eh am Arbeiten bin. Zu schnell darf ich es nicht stellen, dann geht es nicht mehr. Viele haben im Büro eh einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Manche gucken Fernsehen dabei, aber ich finde es eine coole Sache. Das ist der Freepee. Checkt gerne die Bewertungen auf Amazon. Lasst einen Daumen nach oben da. Das ist mein neues Sportgerät hier für die Arbeit. Ciao. Yeah.